Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Planet Zoo. Wir sind wieder zurück am Start im wunderbaren Bahati Park. Und letzte Woche hatte Micha ja den Zoo wieder gehabt und er hat ein wunderbares Gehege gebaut und sogar ein sehr, sehr großes. Und zwar das für die Lemuren, und zwar für den Cutter und den Waris. Das Besondere an dem Gehege seht ihr ja schon, das ist in zwei Bereichen aufgeteilt. Sprich, die Lemuren können theoretisch einfach über die Brücke rüberlaufen und zwar so ein bisschen über die Gäste hinweg. Finde ich richtig cool. Und auch das Gehege an sich natürlich wieder wahnsinnig schön geworden. Also, auf welche Ideen er da manchmal kommt, so weiß ich nicht. Finde ich immer grandios und echt Props. Auch hier mit den Klettereinheiten hier, die er da so immer unterschiedlich gebaut hat. Da mal eine Hängebrücke, da mal so ein paar Stöcker oder so. Richtig, richtig schön. Was machen wir diese Folge? Ihr seht es schon, wir sind wieder im Tropenhaus. Denn das hat jetzt hier noch eine kleine freie Fläche. Und ich sag mal so. Ich habe jetzt, als ich den Zoo bekommen habe, erstmal ein bisschen geschaut. Dachte ich so, wir haben ja theoretisch noch ein paar Dschungeltiere vom Ding her. Welches Tier könnte man denn theoretisch in diese Lücke reintun? Also Fakt war direkt vom Anfang an schon, es ist nicht so viel Platz, dass wir da auf jeden Fall nur einen Innenbereich machen, sondern wenn, dann müsste das Tier auch nach draußen laufen können. Hab tatsächlich erstmal schon ein Prototyp vorgebaut von einem Gehege, musste ich dann aber dann feststellen, dass es ziemlich eng war im Innenbereich. Sprich, die beiden Gehege, die jetzt dann, also das von den Lemuren und das, was ich als Prototyp gebaut hatte, die waren so nah aneinander, ne, halt nur dieser kleine Weg, den ihr da gerade sehen könnt, hat die getrennt, theoretisch. Und das war für mich zu eng. Es war für mich viel zu eng. Und ich dachte aber, ich kann das Gehege nicht noch weiter nach hinten schieben, weil dann wird es zu klein im Innenbereich. War so für mich so das Gefühl. Deswegen habe ich so ein bisschen rumprobiert und war dann nicht so zufrieden damit. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, dass wir einen großen, schönen Bereich einfach machen, wo die Gäste umherlaufen können. Denn auch jetzt gerade hier, sage ich mal schnell was zu, hier baue ich jetzt gerade zum Beispiel ein paar Spinde. Das kennt ihr ja vielleicht so aus ein paar Tropenhäusern. Ich glaube, der Hamburg-Hagenbeck, ich glaube, der Zoo, wenn ich mich nicht täusche, hat ja auch in diesem großen Tropenhaus auch ist so, glaube ich, so ein Spind, ein Raum für ganz viele Spinde oder sowas, weil halt so viele Tiere rumlaufen und so auch im offenen Bereich. Fand ich aber an sich auch relativ praktisch hier. Warum denn nicht? Warum sollten nicht Gäste auch hier irgendwie ihre Sachen verstauen können? Fand ich eigentlich eine ganz nette Sache. Und genau, da habe ich mir einfach generell überlegt, diesen Innenbereich, den wir da noch haben, mit einem Restaurant, mit einem kleinen Restaurantstand auszuschmücken, mit einer kleinen Naturszenerie, ne, und generell also einer kleinen Area einfach, wo die Gäste ein bisschen rumlaufen können. Fand ich nämlich eigentlich ganz gut, weil dann ist das hier drin nicht so ganz eng. Dann hat man auch mal so ein bisschen Platz, ein bisschen zu atmen. Ihr wisst vielleicht, wie ich meine. Natürlich werden wir trotzdem diese Folge ein Gehege bauen. Ihr habt es ja schon auf dem Thumbnail gesehen. Und zwar werden wir einmal das Warzenschwein dazu holen. Ist ja auch im Dschungel theoretisch unterwegs. Und finde ich auch ein super schönes und cooles Tier. Vor allen Dingen, ne, ihr werdet auch sehen, oder ihr habt es auf dem Thumbnail ja schon gesehen. Was soll ich sagen? Ihr habt ja gesehen, wir haben sogar tatsächlich ein weißes Warzenschwein bekommen. Also richtig, richtig cool. Genau, aber dazu stellen später mehr. Genau, jetzt gerade hier seht ihr schon, wie ich die Naturszenerie anfange. Ich habe mich dafür zwei Wasserfälle entschieden. Werde da ein bisschen wieder den Weg wegmachen. Ne, und dann so einen kleinen See da anlegen, also einen kleinen Teich vielmehr. Damit die Gäste sich da einfach da hinsetzen können. Einfach mal ein bisschen ausatmen. Finde ich eigentlich auch nicht verkehrt. So eine kleine Sitzarea einfach. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt viel, viel Spaß mit der Folge.
Die Pflanzen werden wieder platziert. Das heißt, wir kommen so langsam schon zum Ende von dieser Folge. Ich hoffe natürlich, dass euch diese Folge Planet Zoo gefallen hat im Bahati Park. Haben wir auch nochmal mittendrin ein kleines Vivarium gebaut, was ich mal etwas erweitert habe. Das hat ja auch Micha im Raubkatzenhaus gemacht. Fand ich eine sehr, sehr coole Idee. Genau. Und da kommen wir so langsam zum Ende von dieser Folge. Ich hoffe natürlich, dass euch diese Folge Planet Zoo gefallen hat. Nächste Woche wieder auf Michas Kanal vorbeischauen, denn da kommt die nächste Folge. Bin ich sehr gespannt, was er bauen wird. Da bleibt mir nichts weiter zu sagen, außer wie immer einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Und haut rein.